Ja, hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Rechnerbauvideo. Heute zeige ich euch im zweiten Teil von vielen natürlich mein Netzteil, was ich verbaut habe. Es ist einmal von der Firma Antec und hat den Namen TB750C. Warum 750C? Ganz klar, es ist ein 750 Watt Netzteil. Und C steht einfach nur für Classic. Also das heißt eigentlich keine besonderen Extras, aber ganz schön viel Umfang. Warum und wieso, das zeige ich euch natürlich gleich. Aber vorab muss ich noch ein bisschen Fazit und Meinungen von mir persönlich ins Video einbringen. Im Prinzip ist der Preis dieses Netzteils sehr angemessen. 90 Euro hat es mir damals circa gekostet. Und ich muss sagen, ich bin durchaus sehr, sehr zufrieden. Nicht nur, weil es energieeffizient ist, hat auch das Siegel natürlich. Nein, auch die Temperaturabfuhr funktioniert im Gehäuse sehr gut. Also das Ding kann rausblasen ohne Ende. Das ist mir schon aufgefallen. Und es ist auch nicht zu laut. Also man hört das Netzteil wirklich nicht, dass meine Grafikkarte schon eher ein bisschen lauter. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist sehr zufrieden. Zu den Extras zählt natürlich auch, was ich sehr cool finde, 5 Jahre Garantie. Die kann man eventuell in Anspruch nehmen, wenn es soweit ist. Bis jetzt habe ich aber noch keinen Anspruch dafür, weil ich einfach super zufrieden bin. So, ich würde sagen, wir machen mal das Bild. Ne, warte mal, wir machen da. Genau, das ist mal die Seite, die man sieht vom Netzteil, im Prinzip Antec 750, eben die Wattanzahl, reicht bei mir vollkommen aus. Und was ich aber cool finde bei diesem Netzteil, ist der Umfang. Leute, ihr glaubt nicht, was man für den Preis alles bekommt. Ich zeige es euch natürlich euch mal gerne. Wo sind denn die Connectors? Genau, das sind sie. Wir haben bei diesem Netzteil 21 plus 4 Pin Stromanschluss, 1x 8 Pin EPS 12 Volt Anschluss, 6x6 plus 2 PCIe Anschluss. Und da, Leute, muss ich sagen, da könnt ihr Grafikkarten anschließen ohne Ende. Ihr habt 9 SATA Anschlüssen, ihr habt 6 Molex Anschlüsse. Wobei ich bei den Molex Anschlüssen noch was sagen muss. Ich habe im Internet vieles gelesen bei Antec, dass die Anschlüsse, also die Spitzen, die da in dem Molex-Anschluss drin sind, ab und zu ein bisschen locker sind. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, meine Molex-Anschluss mit meinem Gehäuse zu verbinden, weil es eben auch LEDs drin hat, war der Molex-Anschluss dabei. Und ich muss sagen, die Qualität der Anschlüsse ist wirklich nice. Wir haben sogar noch einen Floppy-Anschluss dabei. Was will man mehr? Ich meine, schon mal allein, dass wir hier über 6, dass wir hier 6 Grafikkarten anschließen können oder sonst was. Da könnt ihr euch austoben. Die Kabellänge, super lang. Es ist zwar kein Management, wie heißt das nochmal, Management-Netzteil, aber die Länge der Kabel reicht vollkommen aus. Ihr kommt an einem Ende vom Mainboard, könnt ihr noch eine halbe Länge mehr fahren hier. Es ist einfach ein Traum, wie lang und wie robust die Kabel. Das sind nicht so dünne Kabel, das sind wirklich dickere Kabel. Könnt ihr auch gut in euer Management-Gehäuse verlegen. Also Leute, wenn ihr ein Netzteil sucht, kann ich euch nur das hier wärmstens empfehlen. Ich gebe euch den Link natürlich in die Videobeschreibung. Vielleicht hat der eine oder andere von euch hier schon mal so ein Netzteil. Schreibt mir mal eure Meinungen in die Kommentare, eure Erfahrungen. Lasst uns gerne mal diskutieren drüber. Also, wie gesagt, ich kann es nur wärmsten empfehlen. Schaut es euch einfach mal an. Und in dem Sinne, das war nun der zweite Teil vom Rechnerbau-Netzteil. Bis zum nächsten Mal, euer Red Dragon Gamer. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und nochmal, ich bin raus. So, das war ein kleiner Witz. Tschüss, tschüss. Und vergesst nicht das Gewinnspiel, das derzeit auf meinem Kanal läuft. Noch bis zum 1. September 2016 habt ihr die Chance, einen Key von Squad 22 zu gewinnen. Also Leute, bis bald.